Gleiche Situation wieder. Wir haben ein herrliches lineares Gleichungssystem, in dem wir einen Parameter a haben. Bevor wir jetzt überhaupt mit dem Gauss-Verfahren anfangen, machen wir Folgendes. Beim Parameter ist es ja möglichst geschickt, den so weit möglich wäre, so weit rechts wie möglich zu haben und so weit unten wie möglich. Was erstmal überhaupt kein Problem ist, ist, ich könnte die erste und die dritte Zeile tauschen. Dann steht nämlich die erste Zeile, da steht das A schon mal weit unten. Das heißt, ich hätte also, wenn ich beginne, sowas stehen wie, ach, ich schreibe das auch noch gleich als Matrix, nicht? Also ich lasse das XYZ weg. Ich habe also sowas wie minus 1, minus 1, 2, minus 2. Ich bin jetzt also bei der dritten Zeile, weil ich habe die ja vertauscht. Die zweite bleibt unverändert. 2, 2, 1, minus 1. Und die ehemals erste ist jetzt meine dritte. Das wird 1a, 3, minus 3. Was ein bisschen problematisch ist, ist Spalten tauschen. Das geht, aber Sie müssen sich dabei Folgendes vor Augen halten. Hier, die erste Spalte ist meine x-Spalte. Die zweite ist meine y-Spalte. Die dritte ist meine z-Spalte. Wenn ich jetzt Spalten vertausche, zum Beispiel, ich vertausche jetzt die zweite und dritte Spalte. Das heißt, ich habe minus 1, 2, 1, 2, 1, 3 und minus 1, 2a. Jetzt ist die zweite Spalte natürlich nicht mehr mein y, weil ich habe es ja getauscht. Das heißt, Sie müssen sich jetzt vor Augen halten, für den ganzen Rest der Aufgabe. Die zweite Spalte ist jetzt meine z-Spalte. Und die dritte Spalte ist die y-Spalte. Hat für die Rechnung keine Auswirkung, nur zum Schluss beim Interpretieren. Also das Gauss-Verfahren geht erstmal normal. Ich multipliziere diese Gleichung mit 2 und addiere sie zur zweiten, damit ich hier eine 0 hinkriege. Also minus 1 mal 2 gibt minus 2, plus 2 ist 0. Ach halt, die erste Zeile erstmal abschreiben, Entschuldigung. Minus 1, 2, minus 1, minus 2. So, jetzt. Minus 1 mal 2 sind minus 2, plus 2 ist 0. 2 mal 2 sind 4, plus 1 sind 5. Minus 1 mal 2 sind minus 2, plus 2 sind 0. Minus 2 mal 2 sind minus 4, plus minus 1 sind minus 5. Dann sollte ich da unten eine 0 hinkriegen. Das erreiche ich, indem ich die erste und die dritte addiere, weil minus 1 plus 1 fällt weg. Minus 1 und 1 sind 0. 2 und 3 sind 5. Minus 1 und a sind minus, ach, schreiben wir es a zuerst. Minus 1 und a sind a minus 1 und auf der rechten Seite minus 2 und minus 3 sind minus 5. Unter der Diagonale stört mich diese 5 jetzt nochmal, da muss noch eine 0 hin. Das heißt, ich ziehe die beiden Gleichungen voneinander ab, weil 5 minus 5 gibt, wie Sie vielleicht wissen, 0. Damit habe ich folgendes Gleichungssystem oder Matrix. Die ersten beiden Zahlen schreibe ich ab. Minus 1, 2, minus 1, minus 2. Die zweite 0, 5, 0, minus 5. Die dritte 0, minus 0 gibt 0. 5 minus 5 gibt 0. 0 minus, also ich betrachte jetzt A's und Zahlen getrennt in diesem Schritt. 0a minus 1a sind minus 1a. Und zahlentechnisch 0 minus minus 1 sind plus 1. Rechts steht minus 5 minus minus 5, also minus 5 plus 5, 0. Soweit bin ich mit dem Gauss-Verfahren mal fertig. Jetzt geht es ans Interpretieren. Sie halten sich wieder vor Augen oder haben im Hinterkopf eine Zeile, die lautet 0 gleich 0, bedeutet unendlich viele Lösungen. Eine Zeile, die lautet 0 gleich irgendeine Zahl, steht für keine Lösung, ein Widerspruch. Und alle anderen Fälle heißt eine Lösung.
Also im Sonderfälle habe ich natürlich immer, wenn links eine 0 steht. Also betrachte ich mal meine dritte Zeile. Die lautet 0, 0 minus a plus 1. Jetzt sollten Sie auch im Hinterkopf behalten, das war die x-Spalte, die z-Spalte und y-Spalte. Wir haben es vertauscht. Das heißt, die dritte Zeile lautet 0x plus 0z plus minus a plus 1 y gleich 0. Die beiden Teile kann ich streichen, interessiert mich nicht. Und jetzt sehe ich tatsächlich, wenn diese Klammer 0 ist, dann habe ich einen der beiden Sonderfälle. Das heißt, falls minus a plus 1 0 ist, sprich, wenn ich a rüberbringe, falls a gleich 1, dann habe ich ja hier stehen 0y gleich 0. Schreiben wir es so hin. Dann habe ich 0y gleich 0. 0 gleich 0 heißt unendlich viele Lösungen. Das heißt, dann habe ich unendlich viele Lösungen. Also zum Fall a gleich 1 gehören unendlich viele Lösungen. Gibt es den Fall keine Lösung? Den kann ich natürlich nicht haben, weil wenn links eine 0 steht, das geht nur für a gleich 1. Für andere Werte von a kann die Klammer ja gar nicht 0 werden. Ich kriege also niemals den Fall 0 gleich irgendeine andere Zahl, weil logischerweise hier steht ja nur 0. Das heißt, den Fall keine Lösung kann ich gar nicht haben. Das heißt, für alle anderen Werte für a, also das heißt, falls a ungleich 1 ist, habe ich dann natürlich eine Lösung. Welches diese Lösung ist, es ist meistens uninteressant. Wenn gefragt wäre, bestimmen Sie den Lösungsvektor, das heißt noch eine weitere Frage, dann könnte ich natürlich hergehen, aus dieser Gleichung nach y auflösen. Wenn ich durch die Klammer teile, dann habe ich y gleich 0 durch egal was, gibt immer 0, ich hätte also y gleich 0. Dieses y gleich 0 kann ich dann in die zweite Zeile einsetzen, kriegt mein x raus, beides setze ich, Quatsch, das z kriege ich raus, ist ja die z-Spalte. Wenn ich beides in die erste Zeile einsetze, y und z, kriege ich mein x raus. Ist aber meistens bei Parametern nicht gefragt, weil sonst im Normalfall sehr hässlich wird. Also, die Antwort hier auf unsere Frage, für a gleich 1 habe ich unendlich viele Lösungen. Für a ungleich 1 habe ich eine Lösung und den Fall keine Lösung, den habe ich gar nicht erhalten, den gibt es gar nicht in dieser Aufgabe.